Linkes kleines Sträßchen, kaum Verkehr. Links die Fils. Da sind wir jetzt schon hinter Vils-Biburg auf dem Vilstal-Radweg. Und es ist schon wieder so schön. Und der Weg hat mich schon wieder. Dass das einzige Bedauerliche ist, dass wir nicht einfach weiterziehen können, dass wir morgen Abend schon wieder zu Hause sein müssen. Vielleicht ist da wohl jetzt ein schönes Bleckerl zu malen. Ich glaube, ich habe schon was gefunden. Patschi Patschnas. Er hat ein Vollbad genommen. Das wäre jetzt ein schöner Platz zum Übernachten. Aber es ist ja noch viel zu früh und man kann vom Ort genau hierher sehen. Und wenn da jemand den Wohnwagen stehen sieht, da riechen die gleich Lunte. Für eine schöne Pause ist es wunderbar. Und da seht ihr jetzt mal genau mein Wasserreservoir, der Liquitaner, der da unten drin ist. Und was so ideal ist, dass ich da jetzt meine Hände waschen kann. Flasche auffüllen. Und dann machen wir wieder zu. Reicht schon. Und jetzt guckt, das ist mein Stuhl. Und der ist auch in 0, nix aufgebaut. Ist das zusammengesteckt. Dann braucht man bloß noch fürs drüber tun. Ups. Oh. Und natürlich gucken, dass die Füße am Boden sind. Das hat mich da abgelenkt. Da hat man nämlich auf der Straße schon begegnet. So, jetzt. Und dann macht ihr da noch die Stück und schon ist fertig. Bequemster Stuhl. Ah, und jetzt gibt es eine Nektarine. Ich bin Patschi ein bisschen. Mal einen lieben Weg.
gibt's Äpfel zu verschenken und die Bäume sind voll. Hab mein Glück versucht, weil sie sind noch nicht ganz reif. Wer hat da wohl den Gang ins Maisfeld? Nein, das ist nicht der Patschi. Kann man sehen. Da ist nämlich die kleine Filz und da ist die Biberspur. Da holt er sich den Mais nach Hause. Im Patschi habe ich den Topf, der bewährt sich schon ja, ewig lang, bloß hält er mittlerweile gar nicht mehr so. Aber das ist so praktisch, weil man den dann einfach ausstreifen kann. Also sauber machen kann am Wasser. Quatsch. an Gras. Immer zuerst der Patschi. Ich mir auch die Flaschen wieder auf. Das ist einfach super, der Liquidaner. Also 3 Liter Bottich. Und Hände waschen. Da hat es locker gereicht, das Wasser. So. Und da vorne auf dem Ast ist vorhin ein Eisvogel gesessen, ganz lang, wunderschön, vielleicht 7 Meter von mir weg war das.